Ich hab was auf dem Herzen, was ich, bevor wir zu meinem eigentlichen Thema kommen, hat Gott mir was aufs Herz gelegt und das glaube ich, dass er das heute loswerden möchte. Gott hat seine Liebe ausgegossen. Und egal in welcher Situation du dich befindest, egal wo du steckst, du musst wissen, dass Gott dich liebt. Und ich glaube, das ist die größte Offenbarung, die wir bekommen können. Es geht so leicht von den Lippen. Gott liebt alle. Ich glaube, die größte Offenbarung ist, wenn ich in meinem Herzen, wenn ich hier weiß, nicht vom Hören sagen, dass ich es weiß, dass Gott mich liebt. Und dass Gott gute Gedanken über mich hat. Egal, wo ich mich befinde. Und wisst ihr, aus dieser Perspektive, egal wo wir durchgehen, durch welche Umstände unseres Lebens wir auch gehen, aus dieser Perspektive sieht man die Dinge anders. Und ich glaube, nur aus dieser Perspektive können wir siegen. Ich glaube, aus dieser Perspektive können wir Fortschritte in unserem Leben machen. Und ich glaube, aus dieser Perspektive, wo ich weiß, dass Gott mich liebt und dass alles, was passiert, mit zum Guten dienen wird, ich überhaupt imstande bin, nach vorne zu gehen, ich überhaupt imstande bin, über Dinge zu herrschen. Und es gibt keinen größeren Beweis als der, dass jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Und das hat Jesus gemacht. Das hat Gott aus Liebe zu mir und aus Liebe zu dir gemacht. Es gibt keinen größeren Beweis als der, wenn jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Wisst ihr, ich hab mir in der letzten Zeit einige Gedanken darüber gemacht und es ging um dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Und mittlerweile macht mir nicht der Sohn, der weggegangen ist, Sorgen oder Kummer, sondern der zu Hause geblieben ist. Der Jüngere, der zurückgekommen ist, der weg war, er hat die Liebe des Vaters erlebt. Es kam zu einer Offenbarung in seinem Leben, wo der Vater da stand mit weit ausgestreckten Händen und hat auf seinen Sohn gewartet. Der macht mir weniger Sorgen. Aber der ganze Zeit bei seinem Vater war und eigentlich alles besaß. Amen. Der alles besaß, aber das nicht in Anspruch genommen hat. Er hat das Herz des Vaters nicht verstanden. Er hat die Liebe des Vaters in seinem Leben nicht verstanden. Und deswegen macht mir dieser Sohn, der zu Hause geblieben ist, eigentlich noch mehr Sorgen als der weggegangen ist. Gott hat gute Gedanken über dich. Und wenn er schon seinen Sohn für dich hingegeben hat, wie kann er dir alles andere vorenthalten? Und ich glaube, wenn wir das tief in uns verstanden haben, wenn diese Offenbarung tief in unserem Herzen ist, dann werden wir auf das Leben ganz anders schauen. Dann sind wir in der Lage, in Situationen, die eigentlich unmöglich sind, als Sieger herauszugehen.
Jetzt zu meinem eigentlichen Thema. Und es soll darum gehen, meine Predigt habe ich genannt, wenn es eng wird. Wenn es eng wird, wenn es im Leben anders läuft, als ich mir das vorgestellt habe. Wenn Dinge anders passieren, als ich mir das erhofft habe. Und wisst ihr, beim Lesen der Bibel ist mir da was aufgefallen, dass die Jünger auch mal vor so einem Problem standen. Und dass es in ihrem Leben eines Tages anders lief, als die sich das alle vorgestellt haben. Lasst uns Markus 10 aufschlagen. Markus 10, die Verse 32 bis 34. Markus 10, 32 bis 34. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Da nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen würde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird der obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und töten. Und am dritten Tage wird er wieder auferstehen. Folgende Situation. Jesus geht nach Jerusalem. Seine 12 Jünger sind mit ihm zusammen. Und eine Menschenmenge folgt ihm. Jesus geht voran und die anderen Jünger tappern hinterher und sind voller Sorge. Wir haben gelesen, dass die entsetzten sich, heißt durch etwas Schlimmes, Abstoßendes außer Fassung geraten, in Schrecken, Grauen versetzt werden. Die gingen hinterher und bangen, heißt sich ängstigen, sorgen, Angst haben, in Sorge sein und die Angst und die Unsicherheit war in den Jüngern. Jesus geht seinen Jüngern voran und die hinterher. Das macht man, wenn man unsicher ist. Wenn die Unsicherheit in mir ist, dann gehe ich da hinterher. Ich bleibe zurück und warte ab, was passiert. Wie wird sich die Situation ereignen? Wie wird das passieren? Und die Jünger hatten richtig Angst. Es war in der Luft. Es wird was passieren. Und das wussten sie. Jesus nimmt seine Jünger an die Seite. In der anderen Übersetzung heißt, und er führte die in eine ruhigere Umgebung. Wo es ruhiger war. Aus dem Trubel raus. Und er spricht zu den Jüngern und er erklärt, warum die Situation so ist, wie sie ist. Und warum die Jünger das so empfinden. Kennst du solche Zeiten? Also ich kenne das. Und diese Predigt ist eigentlich hauptsächlich für mich. Ich teile das mal heute einfach mit euch. Wo man nicht weiß, was eigentlich um einen herum passiert. Es ist die ganze Situation, es erdrückend und keine Ahnung, und es wird komisch, man weiß nicht warum, aber es ist so, als ob alles auf einen einprasselt. Man fragt sich, was ist denn da passiert? Man kann keinen klaren Gedanken fassen. Man wundert sich, was ist da, Herr, was ist da, wieso, woher kommt das Ganze? Jesus nimmt seine Jünger an die Seite und erklärt denen die Situation.
Wisst ihr, was ich glaube? Dass in solchen Momenten, wenn wir das erleben, dass Jesus uns an die Seite nehmen möchte und er möchte, dass wir in dieser Situation ruhig werden, wenn es anders läuft, als wir uns das vorgestellt haben und wir überhaupt keine Ahnung haben, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Man hat nur so eine Vorahnung. Man kennt aber noch nicht Details, man weiß nicht, was da eigentlich im Schilde ist. Ich glaube, Jesus möchte uns in solchen Situationen an die Seite nehmen und er möchte uns die Situation erklären. Und er möchte uns sagen, was da vor sich geht. Er kennt alles. Und wenn wir aus der Perspektive drauf sehen, auf diese Situation und wissen, Gott liebt mich. Und alles, was jetzt passiert, das wird er zum Guten führen. Wenn wir Gott in diesen Situationen vertrauen und wenn wir in so einer Situation still werden und Jesus einfach vertrauen und ihm einfach den Raum geben und ihn lassen, uns die Situation zu erklären, was da eigentlich passiert. Jesus bereitet seine Jünger vor, damit sie wissen, was passiert. Jesus sagt, dass schlimme Dinge passieren werden. Jesus gibt aber auch einen Ausweg. Denn am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Es ist diese Trauerbotschaft ist mit einem riesen Sieg verbunden. Und wenn wir daran glauben, dass Gott alle Dinge, die gegen uns gerichtet werden, zum Guten führt, dann zeigt er uns auch einen Ausweg aus dieser Situation. Und darauf dürfen wir vertrauen. Dass Gott uns einfach sagt und zeigt, welche Dinge, was ist da eigentlich, was ist das, was ich spüre? Ich habe eine Vorahnung. Es bahnt sich irgendwas an. Was sind das für Dinge? Und wo ist der Ausweg daraus? Und wenn wir vorgewarnt sind, dann können wir gezielt gegen diese Sachen angehen. Dann brauchen wir nicht im Dunkeln zu stochern und nicht im Nebel rumzustochern. Wisst ihr, es ist schwierig, gegen irgendwas zu kämpfen, wenn man nicht weiß, wogegen man kämpft. Es ist schwierig, in solchen Situationen durchzuhalten, wenn man nicht weiß, was da eigentlich dahinter ist. Wenn wir aber wissen, was das ist, so ist es viel, viel effektiver. Und wenn ich glaube, dass Jesus das zum Besten führen wird, ich gucke aus einer ganz anderen Perspektive darauf, dann werde ich als Sieger daraus gehen. Nun, die Jünger haben diese Situation unterschätzt. Die Jünger haben diese Situation unterschätzt. Die wussten, es ist was, es kommt was. Jesus hat denen das erklärt, dass schlimme Dinge passieren werden. Und die Jünger unterschätzen diese Situation. Weil die sagen, Herr, wenn alle sich gegen dich abwenden werden, wir tun es nicht. Egal was passiert und wenn uns das Leben kostet, wir werden dich nicht verlassen. Markus 14, Verse 27 bis 31. Markus 14, 27 bis 31. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagt zu ihm, wenn auch alle
an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, willst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Alle haben gesagt, auch wenn wir sterben müssten, werden wir dich nicht verleugnen. Und ich habe vorhin gesagt, die Jünger haben die Situation unterschätzt. Und die haben sich Dinge vorgenommen und die sind das, was die sich vorgenommen haben, es war gut. Das war richtig gut. Die haben hoch und heilig versprochen, Herr, wir werden dich nicht verlassen. Wir werden dich nicht verleugnen. Wisst ihr, wenn die Situation noch nicht so schwierig ist, dann kann man kann vieles versprechen. Man kann unter Salbung kann man vieles versprechen. Wisst ihr, aber darauf kommt es gar nicht an. Ich kann mir vieles vornehmen und diese Dinge sind auch wirklich gut. Und ich spreche da leider aus Erfahrung. Ich habe mir oft Dinge vorgenommen und die Dinge hinausposaunt und musste aber leider feststellen, wenn die Dinge ernst wurden, wenn man frontal angegriffen wird, wenn man Enttäuschung erlebt von anderen Menschen, wie auch immer, wenn die Dinge gegen einen gerichtet werden, dann ist Praxis gefragt und nicht die Theorie. Dann muss ich handeln. Dann muss das sich beweisen, was ich im Vorfeld gesagt habe. Dann muss ich das in dieser Situation anwenden. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich das in solchen Situationen nicht anwenden konnte. Dann wird man bockig, dann stellt man sich quer. Nein, dann rebelliert man gegen die Menschen und gegen Gott. Warum bin ich in so einer Situation? Und das schmeißt einen so richtig schön zurück. Weil man nicht gefragt hat, Herr, was wolltest du eigentlich in so einer Situation, in dieser Situation tun? Was wolltest du mir beibringen? Ich habe nicht aus der Perspektive drauf geschaut, dass Gott mich liebt und dass alle Dinge zum Guten gewendet werden. Dann kommt die Praxis und ich stelle fest, versagt. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Und zwar schauen wir uns nochmal an, wie Jesus mit solchen Situationen umgeht. Markus 14, Verse 32 bis 38. Markus 14, 32 bis 38. Ich lese aus der modernen Übersetzung, damit das ein bisschen klarer wird. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der an dem Ölberg liegt und Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hierher und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nimmt er mit. Angst und Entsetzen überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete.
dass Gott ihm, wenn es möglich wäre, die schwere Stunde ersparte. Aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen, aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus. Simon, rief er, du schläfst? Kannst du denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Und da sagt Jesus, ich weiß, ihr wollt das Beste. Aber ihr könnt das aus eigener Kraft nicht erreichen. Und hier an diesem Abschnitt, da sieht man, dass es für Jesus richtig, so richtig hart wurde. Er sagt zu seinen Jüngern, der öffnet, Punkt 1, der öffnet sich seinen Jüngern. Und er sagt, ich zerbreche beinahe unter der Last. Und Jesus holt sich Unterstützung. Er nimmt drei Jünger mit sich und sagt, wachet und betet mit mir. Und ich glaube, da ist der Schlüssel. Wenn das eng wird, oder es gibt Situationen, man weiß wirklich nicht, was passiert. Was mit einem passiert. Es kommt einem vor, als ob alles, die ganze Hölle ist gegen einen losgetreten. Kennt jemand solche Situationen? Dass ich mich in dieser Situation nicht einkapsel. Dass ich mir, wenn ich da nicht weiterkomme, als erstes ruhig werden und Jesus erlauben, mich an die Seite zu nehmen. Und Jesus erlauben, mir in mein Leben hineinzusprechen. Herr, was passiert gerade? Was hast du vor? Was ist das für eine Situation? Und in dieser Situation, dass man auf Gottes Liebe vertraut. Dass man in die Situation hineinsprechen lässt. Und dass man sich nicht einigelt. Und nicht sagt, ach, ich arme und keine Ahnung und mir geht es so schlecht. Und Jesus öffnet sich seinen Jüngern. Und er sagt, ich habe gerade eine richtig schwere Zeit. Ich zerbreche beinahe unter der Last. Er öffnet sich. Und dass wir das genauso tun. Dass wir uns öffnen und sagen, ich zerbreche beinahe unter der Last. Wenn ich über die Situation nicht Herr werde, dann hole ich mir Hilfe dabei. Und sage, ich komme hier gerade nicht weiter. Und dass wir das in unserem Leben anwenden. Erstens, dass wir fest daran glauben, dass Gott seine Liebe ausgegossen hat und dass er auch diese Situation unter Kontrolle hat. Dass er der Herr ist und der Herrscher über jede Situation. Dass er der Herr über diese Situation ist, in der ich stecke. Und dass wir es einfach verstehen, dass das Beste zu wollen einfach nicht reicht.
Es reicht nicht, das Beste zu wollen. Das Beste muss man tun. Wisst ihr, und es ist komisch, aber es scheitert immer alles am Tun. Es scheitert immer am Tun. Man kann sich so viel vornehmen. Und diese Dinge sind wirklich gut. Wenn es aber darum geht, das in die Praxis umzusetzen, dann scheitert man. Und dann kann man die Theorie leider nicht anwenden. Und deswegen hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, betet, wachet und betet, dass ihr der Versuchung widerstehen könnt. Dass wir uns nicht verschließen, dass wenn wir nicht klarkommen, dass wir das aussprechen, ich zerbreche unter der Last, dass wir mit anderen Menschen darüber reden, wenn ich selber nicht mehr klarkomme, dass wir uns nicht einigeln. Ich rede mit jemand und sage, ich zerbreche unter der Last. Und dann, dass ich in dieser Situation mich nicht zurückziehe, sondern bete, dass ich vorbereitet bin darauf, was kommt, damit ich, wenn es ernst wird, dass mein Vorhaben, was ich hatte, damit diese Theorie in der Praxis funktioniert. Weil die Theorie allein bringt uns nichts. Wir haben das bei den Jüngern gesehen, die haben sich tolle Dinge vorgenommen. Und die haben gesagt, Jesus, wir bleiben dir treu, ganz egal, was passiert. Wo es aber ernst wurde, da sind sie alle weggelaufen. Und ich kann da keinen verurteilen. Wie reagiere ich in solchen Situationen, wenn es richtig hart wird? Deswegen mein Appell an mich und an euch alle, lasst uns vorbereitet sein auf solche Dinge. Dass wir uns von Jesus an die Seite nehmen lassen, damit er uns Dinge erklärt. Und dass wir vorbereitet sind. Und dass wir als Sieger aus jeder Situation herausgehen können. Dass Jesus durch jede Situation, durch die wir durchgehen, verherrlicht wird. Und dass die Theorie, die wir alle so gut kennen, auch in der Praxis funktioniert. Amen. 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 Lass uns aufstehen und zusammen beten. Danke dir, Vater im Himmel, für die Liebe, die du ausgegossen hast in unsere Herzen. Danke dir, Herr, für deine Gnade über uns. Und danke für deine guten Gedanken über uns. Herr, wir ehren dich. Und wir loben dich, Vater im Himmel, für deine guten Gedanken über uns. Wir danken dir, dass du deine Liebe bewiesen hast, indem du deinen Sohn für uns gegeben hast. Und in dein Wort steht geschrieben, es gibt keinen größeren Beweis als der, wenn jemand sein Leben für die Freunde gibt. Wir danken dir, Herr, dass du deine Liebe uns gegenüber bewiesen hast. Danke dir, Herr. Danke, Herr, dass du ein Herr über jede Situation bist, in der wir stecken. Ganz egal, wie schlimm die Situation ist, du bist der Herr darüber und du stehst höher als diese Situation. Danke dir, Herr. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns stark machst, wenn wir durch solche Dinge gehen, dass wir ruhig werden, dass du uns an die Seite nehmen kannst, dass du in unser Leben hineinsprechen darfst. Bitte tu das, Herr. Dass die Theorie, die wir besitzen, in der Praxis so richtig gut funktioniert. Herr, wir wollen praktisch sein, nicht nur reden.
In deinem Wort steht geschrieben, dass wir Täter sein sollen. Dass wir das tun, was wir reden. Dass wir die guten Dinge, die du in uns hineingelegt hast, die wir aussprechen, die wir vom Verstand her begreifen, dass die zu Praxis werden. Danke dir, Herr. Danke, dass du der Sieger bist und dass du uns den Sieg geschenkt hast. Und wir nehmen diesen Sieg an. Wir leben in deinem Sieg. Herr, du hast uns diesen Sieg geschenkt. Hilf uns, Herr, in diesem Sieg zu leben. Und in jeder Situation auf deine Liebe vertrauen. Danke dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.